Es geht im Folgenden um nicht weniger als um das Schreiben von Weltgeschichte. Die Weltgeschichte der Gräueltaten. Und beim Schreiben von Weltgeschichte geht es auch immer um ein ganz großes Wort. Wahrheit. Für etliche Historiker ist die Wahrheit, dass die Türken im Ersten Weltkrieg am armenischen Volk einen systematischen Völkermord begangen haben. Bei der Zahl der Opfer gehen die Meinungen auseinander. Zwischen 800.000 und weit über 1 Million Menschen sollen vertrieben, gequält, vergewaltigt, ermordet worden sein oder auf dem Weg der Vertreibung umgekommen. Seit fast 100 Jahren leugnet die türkische Politik den Genozid, den Völkermord rigoros. Wer in der Türkei daran erinnert, muss mit Repressalien rechnen. Für die Suche nach der Wahrheit muss man ja eigentlich nur fragen, gab es denn keine Zeitzeugen, die sagen konnten, was vorgefallen ist? Doch, und einer der wichtigsten überhaupt ist ein Wuppertaler, der Dichter und Reiseschriftsteller Armin T. Wegener. Die Wiederentdeckung eines unbeugsamen Geistes. Es ist an einem Jahrestag des Völkermords, als Sohn Michael Wegner 1996 die Asche seines Vaters in Erivan beisetzt. Der Wuppertaler Armin T. Wegner wird in Armenien bis heute verehrt. Er hatte als einer der ersten über den armenischen Genozid von 1915 berichtet. Zu Lebzeiten hat er selber einmal die Gedenkstätte besucht. Dort ist er nicht vergessen. In Armenien ist Armin T. Wegner natürlich ein Volksheld, weil tatsächlich die Fotos, die Wegner in dieser Zeit machte, vor allen Dingen im Herbst 1916, so häufig in den Jahrzehnten nach dem Völkermord publiziert wurden, dass man sagen kann, diese Fotos prägen die Ikonografie des Völkermords ganz entscheidend mit. Wegner fotografiert, wie die Armenier in die Wüste gejagt werden. Ein Völkermord. Bis heute ein Streitthema zwischen Türken und Armeniern. Der spätere Dichter ist damals Sanitätsoffizier. Deutsche und Türken sind Alliierte. Wegner schmuggelt die Bilder aus dem Land, verarbeitet eigene, aber auch andere Aufnahmen zu einem Vortrag, der für Furore sorgt. Über den Völkermord und das Wegschauen der Deutschen will man damals nichts hören. Andreas Meyer hat den Lichtbildvortrag in einem Buch wiederbelebt und arbeitet an einer Neuausgabe aller Werke Wegners. In Wuppertal gibt es zwar einen Armin T. Wegner-Raum und einen umtriebigen Verein, dennoch ist er vielen kein Begriff mehr und als Dichter schon gar nicht. Mich hat er zunächst tatsächlich als Dichter fasziniert. Es waren seine frühen Gedichte, es waren die erzählerischen Miniaturen, die er verfasst hat, die literarisch glänzend sind. Ich war sprachlos, als ich anfing, mich vor etlichen Jahren näher mit Wegner zu beschäftigen, warum es tatsächlich über Wegner so wenig gibt. Dabei, der junge Armin ist ein Tausendsasser, lernt Schauspiel bei Max Reinhardt, ein hochgeschätzter Lyriker und ein Reiseschriftsteller, der mit seiner Frau Lola unter anderem Palästina per Motorrad erkundet. Diese Exkursionen sind oft auch Reisen in seine Seele. In der Weimarer Republik ist Wegner ein Bestsellerautor. Reisen konnten nur wenige und er hat doch sehr abenteuerliche Reisen auch unternommen und das auch immer sehr abenteuerlich geschildert. Johanna Wernicke hat jüngst einen Sammelband zu Armin T. Wegner herausgebracht, in dem Zeitzeugen und Wissenschaftler über ihn schreiben. Sie hat ihn gekannt. In Rom jobbte sie für ihn als Sekretärin. Wernicke war 20. Er machte immer noch Bella Figura, obgleich er war ein trauriger Dichter im Exil. Ich fand ihn faszinierend. Er war Ende 70, er war immer noch groß, schlank, mit seinen weißen Haaren. Er war sehr energisch und eine gewisse schauspielerischer Gestus war immer noch geblieben. Ja, ich mochte ihn sehr. Als junger Mann muss der lebenshungrige Wegner noch besser bei den Damen angekommen sein. Seine spätere Frau Lola Landau war wie vom Donner gerührt, als sie den schönen Armin zum ersten Mal sah, in einer Straßenbahn. Und ich sehe eine ganz fantastische Erscheinung. Ich kann den Blick gar nicht losreißen. Irgendwie wie ein gefallener Engel. Ich war so fasziniert, dass ich immer weiter fuhr,
vollkommen versäumte, auszusteigen. Lola war Jüdin, Wegner Pazifist. Eine fatale Kombination in den 1930er Jahren. Als sie und ihre Kinder zunehmend Repressalien ausgesetzt werden, greift der aufgebrachte Wegner zur Feder, schreibt einen Brief an Hitler, in dem er fordert, man möge doch die Juden besser behandeln. Wegner hat sich in sein Arbeitszimmer eingeschlossen, hat den ganzen Tag und die ganze Nacht geschrieben und ist am nächsten Tag herausgekommen und sagte zu Lola Landau, ich habe einen Brief an Hitler geschrieben. Und sie schreibt, ich habe die Hände vors Gesicht geschlagen und habe gesagt, um Gottes Willen. Und er sagte, und ich werde ihn auch abschicken. Wegner wird verhaftet, gefoltert, verbringt mehrere Monate in Konzentrationslagern. Es ist der Bruch in seinem Leben. Er geht nach Italien, Lola nach Palästina. Die Ehe zerbricht. Nach dem Krieg lebt Wegner in Rom. Heimisch wird er dort jedoch nie. Mit seiner zweiten Frau Irene gründet er eine neue Familie. Er schreibt auch noch, aber nur kürzere Texte, keine Romane mehr. Im Exil ist Armin T. Wegner literarisch verstummt. Er selbst hätte sich gerne als sprachgewaltiger Dichter verewigt. Diese Stärke der Sprache wird er nur erworben haben, eben durch ein ungeheuer intensives Leben. Ein Leben, das man nur in Bücherkammern führt, erlaubt einem nicht diese Art von Sprachkraft. Da muss man auf die Welt zugehen und das ist an ihm faszinierend. In Wuppertal erinnert an seinem Geburtshaus eine Plakette an den Dichter und Kämpfer gegen das Unrecht. Dass uns zwei neue Bücher nun einen weniger heldenhaften, aber vielschichtigen Künstler präsentieren, macht A.T. Wegner nur noch spannender.